herzlich willkommen bei der heutigen Pressekonferenz aus dem Raum des Alpstadions. Wir haben ein Novum zu verzeichnen. Gästetrainer Alfonso Garcia ist leider nicht zur Pressekonferenz erschienen. Hingegen unser Trainer Markus Bleuler und Vertreter der Presse. Darf an dieser Stelle noch, was ich vorher leider versäumen musste, die beiden Torschützen noch nachtragen. Man hat, das dürfte allgemein aufgefallen sein, die Rückennummern der Gästespieler höchstenfalls mit dem Fernglas erkennen können. 0:3 78. Minute Mario Asch und 0:4 85. Simon Lindner. Von mir als Stadionsprecher die herzliche Empfehlung, mit vollgefüllter weißer Farbe sind die Rückennummern ähnlich wie bei uns hervorragend lesbar. Die sollte von allen Verbandsligisten im allgemeinen Interesse so praktiziert werden. Ja, liebe Fußballfreunde, wir haben ein interessantes Spiel gesehen vor der stattlichen Kulisse von 400 Zuschauern. Wie immer überlasse ich die Wertung der Partie beiden Trainern. Markus ist lediglich erschienen, insofern hören wir mit großem Interesse sein Statement. Ich könnte jetzt vieles sagen, aber ich halte mich bewusst zurück. Unter dem Motto, der Genießer ist still und schweigt. Nicht schweigen wird jetzt der Markus, ich darf ihn bitten, laut und deutlich zu reden, damit es auch draußen im Stadion entsprechend gehört. Bitte, Markus. Also erstmal Glückwunsch an Bissinger für den Sieg. Ja, ich musste auch zuerst mal in die Kabine das ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, ich kann der Mannschaft über 60, 70 Minuten keinen Vorwurf machen. Gerade, glaube ich, die erste 30 Minuten war, glaube ich, richtig gut, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Ich denke, wenn Kevin vielleicht das 1-0 macht, und das, denke ich, wäre möglich gewesen, werden wir das Spiel nicht verlieren. So steht es nach 25 oder 22 Minuten. 0-2 für den Gegner und der Gegner weiß nicht warum. Ich denke, klar, ich will jetzt nicht, dass der Elfmeter entscheidend war für die Niederlage, aber ich denke, er hatte schon Auswirkungen, weil wir, wie gesagt, bis dato sehr gut im Spiel waren und dann, wie er von vielen bestätigt wurde, ich auch von Armin, spielt er ganz klar den Ball. So liegst du natürlich 0-1 hinter, was dann auch manchmal, ja, im Kopf was abspielt, aber ich denke, die Mannschaft hat es ganz gut angenommen. Und dann klar natürlich den Fehler, das weiß der Nuri, dass ja, Fehler passiert, dass er natürlich kurz danach passiert und das 2-0 ist umso ärgerlich, aber wie gesagt, die Mannschaft hat sich dann weiter ja, aufgebaut und versucht, noch den Anschlusstreffer zu machen, der vielleicht auch möglich gewesen wäre, auch mal durch den Eckball. Leider ist er nicht gelungen, so gehen wir 0-2 in die Halbzeitpause, wo auch jeder eigentlich noch optimistisch war, weil wie gesagt, wenn man den Anschlusstreffer glaubt man hat, dann schwimmen die, weil der Gegner in meinen Augen war heute nicht gut. Ja, dann kommt die gelb-rote Karte und dann war es natürlich schwierig mit Ullmann weniger. Man hat dann auch gesehen, dass wir uns dann auch ja, verbal mit Schiedsrichter und Gegenspieler und andere Sachen beschäftigt haben und uns auch ein bisschen aus dem Spiel gebracht haben. Ja, und dann die entscheidende Szene. Der Gegner führt 2-0. Und da hätte ich halt vom Herrn Schiedsrichter erwartet, dass er da vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl gehabt hätte und nur die gelbe Karte gezeigt hätte, weil ich denke, der Armin war noch auf gleicher Höhe, der hätte mit Sicherheit noch eingreifen können. So denke ich. Ich weiß nicht, was er Genugtuung für den Schiedsrichter oder ich weiß es nicht, dass er da die rote Karte zeigt. Für uns natürlich ärgerlich, weil Andi ein wichtiger Spieler ist und unser Kader natürlich sowieso nicht so groß ist. Aber auch das werde mir ja, überstehen und ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele und da ist unser Ziel 6 Punkte. Und dann denke ich, haben wir eine sehr, sehr gute Vorrunde, was bis jetzt auch sehr, sehr gut ist, weil heute kann ich ja ein bisschen länger reden, weil der Kollege ja nicht da ist, was für mich natürlich sehr, sehr enttäuschend ist. Aber das muss er mit sich ausmachen. Vielleicht
wollte er nichts sagen, aber nach 0-4 fällt es ihm ja leichter. Ja, wie gesagt, das ist mir gerade gekommen, dass ja das letzte Heimspiel ist und ich möchte mich bei allen Fans, bei allen Leuten, die uns die Vorrunde so toll unterstützt haben, bedanken. Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest. Bisschen früh vielleicht auch noch, aber trotzdem, man sieht sich ja vielleicht nicht mehr, wenn wir ja zwei Auswärtsspiele haben. Wie gesagt, ich bin stolz auf die Mannschaft. Mund abwischen, nächste Woche gut trainieren und dann fahren wir nach Köpping und versuchen die drei Punkte, die wir heute verloren haben, unglücklich zurückzuholen. Dann kommt das erste Rückrundenspiel. Da gucken wir auch, dass wir drei Punkte holen. Dann hätten wir 29 Punkte. Dann wird sich der Uwe und der Joachim freuen, weil dann sind wir ganz dick dabei und der Aufstieg. Und von daher. Okay, ja, ich denke, das war's. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke. Ja, vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen von der Presse? Ja, ich habe noch zwei Dinge zu erwähnen. Zum einen die vollständigen Ergebnisse von heute. Das war FA Olympia Laubheim, Venagold 1-3, VfB Neckar Ems, Neckarsulmer Sportunion 1-1, TSV Essingen, Sportfreunde Schwäbisch Hall 1-1, TSV Berg gegen den ersten Göppinger SV 3-1. Ein interessantes Resultat. Ja, und last not least, Markus hat es eben schon angesprochen, Punktspiel Winterpause. Das Original der Hallenfußballturniere im Zollern Alpkreis findet zum 30. Mal statt in der Zollern Alphalle, nämlich der Burger King Supercup vom 9. bis 11. Januar in der Zollern Alphalle unter Regie des FC 07. Wir haben momentan gerade noch 3 Startplätze frei. Und ich nutze die Gelegenheit, nochmals zu werben an unsere umliegenden Nachbarvereine, sich für dieses Turnier unbedingt anzumelden. Ein absolutes Highlight und es lohnt sich für jeden mit dabei zu sein. Wir haben immer tolle Atmosphäre und freuen uns auf breite Resonanz. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, 9. bis 11. Januar in der Zollern Alphalle. Das war's von dieser Stelle aus. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Freundlichst Ihr FC 07 Albstadt. Ciao.